Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Heute geht es um Ihr Herz, genau genommen um die chronische Herzinsuffizienz. Wenn das Herz nicht mehr richtig seine Leistung erbringt, wenn keine Medikamente helfen, dann kann ein Herzunterstützungssystem hilfreich sein. Das kann ein implantierter Defibrillator sein, das kann aber auch eine Pumpe sein, die das Leben wieder lebenswert macht. Und darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Stefan Geidel. Er ist leitender Oberarzt der Herzchirurgie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Geidel. Vielen Dank. Die Patienten, die zu Ihnen kommen, welche Vorgeschichte haben die? Also die Patienten, die zu uns kommen, leiden seit vielen Jahren unter einer zunehmenden Herzinsuffizienz. Das heißt, sie haben eine relativ lange Therapiestrecke schon hinter sich, sind natürlich auch schon mehrfach beim Kardiologen gewesen, haben Medikamente ausprobiert in unterschiedlichen Dosierungen, haben vielleicht schon die ein oder andere Intervention hinter sich. Intervention heißt? Zum Beispiel ein Stent bekommen oder ein Defi implantiert bekommen, um sie vor dem plötzlichen Herztod zu schützen. Aber all diese Maßnahmen haben nicht dazu geführt, die voranschreitenden Symptome der chronischen Herzinsuffizienz wirklich einzudämmen. Kommt das häufig vor? Also die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des älteren Menschen, nicht nur des älteren Menschen, aber die Mitte 60- bis Anfang 70-Jährigen haben das so etwa 7% aller Menschen und ab dem 75. Lebensjahr sogar 10%. Das heißt, wir gehen von mehreren hunderttausend Menschen aus, die pro Jahr wegen einer Herzinsuffizienz in Deutschland stationär behandelt werden müssen. Ist das immer die gleiche Art von Schwäche, also der gleiche Grund, weshalb das Herz schwach ist? Also es gibt unterschiedliche Ursachen. Es kann entzündliche Erkrankungen dahinter stecken oder eine Gewebeerkrankung, eine Durchblutungsstörung, eine Klappenerkrankung. Die Ursachen sind vielfältig. Manchmal ist es auch eine Systemerkrankung. Ja, das heißt also eine, die der gesamte Körper produziert, dass der Kreislauf nicht so richtig funktioniert. Genau, die Stadien sind unterschiedlich. Also es beginnt in der Regel mit leichten Erschöpfungszuständen oder Luftnot bei größerer Belastung und im Endstadium ist es dann so, dass der Aktionsradius so klein geworden ist, dass die Menschen praktisch ihr Zimmer oder ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen können, was mit Perspektivlosigkeit und Angst natürlich verbunden ist. Genau, und darum kommt man dann ja auch zu Ihnen, nehme ich mal stark an. Und was können Sie dann tun? Also wichtig ist, dass man am Anfang einmal klärt, in welchem Stadium der Herzinsuffizienz befindet sich der Patient. Da gibt es so einfache klinische Gradmesser, wenn man mit dem Patienten spricht, dass man versucht herauszukriegen, in welcher NYHA-Klasse oder in welchem Intermax-Score befindet sich der Patient. Dann hat man wiederum die Möglichkeit, mit apparativen Untersuchungen herauszukriegen, wie sind jetzt die wirklichen Fakten. Und dann? Und dann setzt man sich zusammen mit dem Patienten, also da ist dann der Kardiologe mit dabei, der Herzanästhesist vielleicht auch und der Herzchirurg. Und dann redet man mit dem Patienten darüber, wie er sich sein weiteres Leben vorstellt. Warum ist das so wichtig? Die Frage ist ja, wir reden ja über ein Herzunterstützungssystem. Und warum muss ich mir als Patient vorher Gedanken machen, wie ich mir mein weiteres Leben vorstellen soll? Abgesehen davon, dass ich sage, ja, ich möchte natürlich leben. Okay, also das Leben mit einem Herzunterstützungssystem setzt, sage ich mal, eine gewisse Selbstständigkeit und Sorgfalt auch voraus. Denn man hat ja eine kleine Kreiselpumpe implantiert bekommen, also es ist im Körper voll implantiert. Aber es ist halt ein Gerät, was auf Akku oder Netzteil läuft. Das heißt, wenn man nach draußen geht, spazieren geht oder einen Opernbesuch macht, dann muss man immer volle Akkus dabei haben und die kleine Controllerstation, die man bei sich trägt, eben sorgsam auch bewahren am Körper. Aha. Mögen Sie uns erklären, wie das genau funktioniert? Also wo diese Pumpe sitzt und was ich als Patient davon eigentlich merke? Also ein mechanisches Langzeitunterstützungssystem ist eine kleine Zentrifugalpumpe, die in der Herzspitze eingepflanzt wird. Das heißt, es gibt dort eine kleine Einflusskanüle, die das Blut aufnimmt in der linken Herzkammer und dann über eine Ausflusskanüle wieder in die große Hauptschlagader leitet. Das heißt, im Idealfall arbeitet das Herz selbst und die Pumpe unterstützt, insbesondere in Situationen, wenn der Patient größere Anstrengungen bewältigen muss. Wie groß ist die Pumpe?
so groß wie ein halber Handteller. Sie wiegt etwa 140 Gramm. Mhm. Und gut, man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Also es ist etwas, was der Patient letztlich nicht spürt, außer dass ein kleines flexibles Kabel bei der Operation aus dem Körper ausgeleitet wird, um die Stromzufuhr dann letztlich zu regeln. Ja, und Sie sprachen eben von Akkus. Wo habe ich die dann? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das ganze System, was man am Körper trägt, wiegt so etwa 1,5 Kilo. Man hat zwei Akkus dabei und den Controller, also so eine Monitoreinheit, das kann man am Gürtel tragen. Ich habe festgestellt, dass viele Patienten sich mit einer kleinen Tragetasche, die man auch mal ablegen kann, etwas wohler fühlen. Denn man ist ja nur nicht den ganzen Tag auf den Beinen, sondern man setzt sich auch mal hin oder legt sich auch mal hin. Und das mit so einer Tasche, haben wir die Erfahrung gemacht, eigentlich etwas besser zu handhaben. Ja, und nachts? Naja, nachts legt man sich wie jeder dann in sein Bett und ja. Muss dann letztlich ans Netz. Also man muss eine Steckdose in der Nähe haben. Und ich bin neulich gefragt worden von einem Patienten, wie ist denn das bei Stromausfall? Man hat natürlich einen Akku auch, ja. Der einen auch in einer solchen Situation dann schützen würde, das ist ja klar. Ja, völlig neue Fragen eigentlich. Aber ist es so, dass man sich als Patient daran gewöhnt? Also wie ist das Feedback, das Sie bekommen nach einiger Zeit, wenn das implantiert ist? Also die Patienten erfahren eine dramatische Verbesserung der Lebensqualität. Alles, was sie vorher nicht mehr konnten, mit der Familie unterwegs sein oder mal ins Theater gehen oder mal mit dem Fahrrad irgendwo hinradeln, das können die Patienten wieder. Und ich sag mal, da nimmt man dieses kleine Täschchen, das nimmt man dann gerne in Kauf. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Wie funktioniert die Operation? Schneiden Sie da den Brustkorb auf? Also es gibt mittlerweile die Möglichkeit, diese Pumpe minimalinvasiv zu implantieren. Das heißt, wir versuchen, wann immer möglich in der Herzchirurgie auch die Großoperation mit der Eröffnung des Brustkorbs zu vermeiden. Das heißt, um die Einflusskanüle einzusetzen, muss man einen kleinen Zugang im Bereich der Herzspitze wählen. Und um die Ausflusskanüle in die große Hauptschlagader zu bringen, einen kleinen Zugang im Bereich des oberen Brustkorbs. Also in idealer Weise hat man zwei kleine Schnitte im Endeffekt. Wie lange dauert die OP? Das hängt davon ab, ob ein Patient beispielsweise voroperiert ist. Da würde das natürlich länger dauern, aber beim Ersteingriff vielleicht 3 Stunden mit allem drum und dran. Mit einer Vollnarkose? Mit einer Vollnarkose. Und eine Herz-Lungen-Maschine? Nein. Doch, die Herz-Lungen-Maschine, also man kann es auch ohne Herz-Lungen-Maschine operieren, aber insbesondere wenn man die Einflusskanüle in die Herzspitze einbringt, ist eine kurze Herz-Lungen-Maschine schon von Vorteil. Das heißt, wir bemühen uns immer, die Herz-Lungen-Maschinenzeit im OP möglichst kurz zu halten. Aber wir implantieren das primär mit Herz-Lungen-Maschine. Und muss ich mir da um mich Sorgen machen? Also kann da etwas schief gehen? Also wie jede Operation am Herzen hat natürlich auch so eine Unterstützungssystemimplantation ein Risiko. Aber es geht uns ja darum, dass wir Patienten möglichst frühzeitig zu einem noch guten Stadium zu der Operation letztlich auch motivieren können, damit wir nicht immer nur noch die Kränksten der Kranken letztlich versorgen müssen, bei denen dann automatisch ja auch das Risiko viel höher ist. Ja, genau. Das heißt also, ich muss letztlich schon mit allem rechnen, aber die Verheißung dahinter ist groß, so verstehe ich Sie. Letztlich ja, also die Europäische Gesellschaft für Kardiologie empfiehlt, dass man mit Patienten anfängt, über Unterstützungssysteme zu reden in Kompetenzzentren wie beispielsweise unsere Klinik im St. Georg, sie frühzeitig anzubinden und an einem Punkt anzufangen, über das Unterstützungssystem zu reden, wo man noch Zeit hat, auch dem Patienten zu erklären, wie ist das Leben mit dem Gerät, wie sind die Perspektiven. Wir empfinden es immer als ungünstig, wenn man nur noch Stunden oder wenige Tage hat, wenn der Patient sonst sterben würde, wenn man ihn nicht operieren würde. Sie haben vorhin gesagt, dass die Lebensqualität danach eklatant ansteigt. Eigentlich ist ja bei solchen Herzunterstützungssystemen die Rede davon, dass man die vorübergehend bekommt, bis man eine Herztransplantation bekommen kann. Wie sehen Sie das denn? Also als die Herzunterstützungssysteme oder längerfristigen Unterstützungssysteme entwickelt wurden in den Ende der 90er Jahre, da war der primäre Gedanke, dass man eine Überbrückungsphase schafft bis zur Transplantation. Man nannte das Bridge to Transplant.
und stellte dann fest, dass viele Patienten mit der Pumpe so gut zurechtkamen, dass die dann gar nicht mehr transplantiert werden wollten. Mhm. Kein OP-Risiko im zweistelligen Prozentbereich, keine Immunsuppression mit all den Nachteilen hinterher. Genau, dass man das Immunsystem unterdrücken muss und dann auf diese Art und Weise man sehr empfindlich und anfällig ist. Genau, und da war dann ein völlig neues Konzept geboren, die Destination Therapy, also die Dauerlösung. Und viele Patienten, die mit den Herzunterstützungssystemen der zweiten Generation, wir implantieren jetzt Systeme der dritten Generation, haben mit diesen der zweiten Generation über 10 Jahre überlebt. Ist die Überlebensrate ähnlich, wenn man schon darüber redet? Auch bei einer Herztransplantation ist es ja nicht so, dass die Erwartung danach 100% ist, dass ich wirklich weiterleben kann, oder? Also das ist ein sehr guter Punkt, denn die Herztransplantation und die Langzeitunterstützungssysteme haben jetzt nach 2 und auch 3 Jahren eigentlich ähnliche Überlebenskurven. Es hängt immer davon ab, in welchem Stadium der Herzinsuffizienz man Patienten behandeln kann. Mhm. Je günstiger noch das Stadium, je günstiger die Voraussetzung, desto besser ist auch das Langzeitüberleben. Aber es gibt da keine Diskrepanz mehr zwischen Transplantation und Unterstützungssystem. Ja, muss ich denn, wenn ich mich dazu entscheide, das Unterstützungssystem zu behalten, muss ich da etwas wissen? Nein, eigentlich nicht. Also es ist immer die Frage, wie bewertet man als Patient auch die Transplantation? Die Transplantation ist ja immer noch so eine Art Goldstandard im Bereich der Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz, aber demgegenüber steht ja die gesellschaftliche Akzeptanz. Es ist ja weithin bekannt, dass zu wenig Organe gespendet werden, sodass in Deutschland weniger als 300 Herzen pro Jahr transplantiert werden. Das hat so hat viele Folgen, also viele kleine Transplantationszentren, die verlieren notwendige Routine. Und Patienten stehen sehr lange auf Wartelisten. Wer keinen ganz hohen Dringlichkeitsstatus hat, hat überhaupt gar keine Chance, ein Herz zu bekommen. Das ist das Problem mit der Transplantation. Ja. Was, wenn ich mir so ein System implantieren lasse, so eine Pumpe, was kann ich damit danach alles tun? Also Sie können, wenn Sie die Oper lieben oder das Theater, können Sie das wieder wahrnehmen. Wenn Sie eine Familie haben, dann können Sie mit Ihren Kindern oder Enkeln oder Ehepartnern wieder alles machen. Der Aktionsradius wird groß. Sie können auf Reisen gehen. Ich habe im letzten Jahr einen Patienten operiert, der jetzt in diesem Frühling geheiratet hat. Da freuen wir uns als Ärzte natürlich unglaublich, wenn wir Menschen so viel Lebensqualität und Perspektive dann zurückschenken können. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und ich hoffe, dass auch Sie sich gut informiert gefühlt haben und wir uns wiedersehen auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!